Der Acrocanthosaurus. Der Acrocanthosaurus war ein Raubsaurier der frühen Kreide. Er lebte in Nordamerika und jagte vor allem Sauropoden, Ornithopoda und Ankylosauridea. Die großen Stacheln entlang seines Rückens erinnern an die des Spinosaurus und haben ihn seinen Namen eingebracht, der wortwörtlich übersetzt Hochstachelechse bedeutet. Diese Stacheln unterscheiden sich jedoch von jenen des Spinosaurus, da sich unter ihnen ein Muskelkamm anstatt eines Segels befindet. Sie könnten dazu gedient haben, um Dominanz auszustrahlen, Partner anzulocken oder die Körpertemperatur zu regeln. Ein großer Jäger wie der Acrocanthosaurus war im Laufe seines Lebens wahrscheinlich in unterschiedlichen Umgebungen heimisch. Die Fundorte von Acrocanthosaurus-Fossilien dürften einst Küstengebiete und Überschwemmungsebenen gewesen sein. Abschließend kommen wir nochmal zu den Skins von dem Acrocanthosaurus und ich finde, die sehen wirklich, wirklich cool aus. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den neuen Acrocanthosaurus findet. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch sehr über ein Like freuen. Wir hören uns dann heute noch in anderen Videos, wo ich euch die anderen beiden neuen Dinosaurier vorstelle.